Ja, hallo, ich bin David. Hallo, ich bin eingeladen worden, hier in dem Vortrag zu halten, im Livestream, eine Premiere auch für mich. Das ist ja eine besondere Phase. Ich finde es ganz toll, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Dieser Livestream ist ja eine ganz tolle Option, dem man wirklich auch in der Krise dem Roten Kreuz als Helfer oder auch als Interessierter treu bleiben kann. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich bin gerade eben noch mal gebeten worden, auch von jemandem, der nicht hier sein kann, die besten Wünsche zu überbringen und dem Team, das das hier organisiert, für diesen Aufwand zu danken. Peter Bauer lässt herzliche Grüße ausrichten. Im Namen des ganzen Vorstandes einen herzlichen Dank euch allen. Ich bin gefragt worden, ob ich ein Thema nochmal für diesen Livestream aufarbeiten kann, das schon ein paar Mal gelaufen ist. Deswegen wird es ein bisschen schwierig werden, Themen so zu, also den Vortrag so zu gestalten, dass er sowohl spannend ist für alle, die schon mal was dazu gehört haben, als auch für vielleicht noch nicht so erfahrene Helfer, irgendwie einen Überblick zu liefern. Daher die herzliche Bitte, wenn es Fragen gibt, wenn es irgendwelche Rückmeldungen gibt, dann einfach gerne melden. Hier ist ein super Team, das versucht, das aufzubereiten. Dann können wir auch gerne noch auf Fragen eingehen. Erstmal zu meiner Person. Vielleicht werden mich der ein oder andere kennen. Ich bin David, bin seit ganz vielen Jahren im Roten Kreuz und unter anderem auch seit 2012 in diesem Kreisverband. Und ich habe die Ehre, seit einiger Zeit auch im Vorstand des Kreisverbandes tätig zu sein. Und im Moment bin ich also einer der beiden stellvertretenden Kreisvorsitzenden. Hauptberuflich bin ich Arzt, arbeite in der Anästhesie und das prädestiniert vielleicht auch dafür, dass ich dieses Thema so ein bisschen umreißen kann. Und das Thema, das mir gestellt wurde, mir vorgegeben wurde, das nennt sich Human Factors in der Krise, ich und das Team. Und die meisten werden vielleicht wissen, die mich vielleicht schon kennen, dass es ein Lieblingsthema von mir ist. Und das Thema habe ich dann eben auch schon auf jedem örtlichen Bereich des Kreisverbandes und Landesverband und so weiter immer schon mal für verschiedene Gelegenheiten aufbereitet. Das heißt, es gibt jetzt eine kleine Doppelung von Sachen, die vielleicht schon mal erzählt worden sind, aber eben auch neue Sachen. Ich versuche, dass da für jeden was dabei ist. Wie gesagt, die Einladung, einfach Fragen zu stellen und Wünsche zu äußern, worum es genauer gehen soll. Krise voraus heißt es sozusagen, wir befinden uns ja mitten in einer Krise, das muss man wirklich sagen. Das ist ja eine der größten Krisen, die die Welt in den letzten Jahren gesehen hat, vielleicht sogar die größte Krise in den letzten Jahrzehnten. Auch der Kreisverband ist betroffen davon. Das ist auch eine Krise für uns alle. Ich denke, es ist wirklich die ganze Welt gerade in so einer Art Krisenmodus. Und Krisen kennen wir aus dem Arbeitsbereich im Roten Kreuz, wenn es um Notfälle geht, ja auch außerhalb von einer weltweiten Krise im Kleinen. Also medizinische Notfälle können sich zur Krisensituation entwickeln und darum geht es jetzt so ein bisschen. Natürlich bewusst, dass das Thema Ich und das Team eine Sache ist, die auf Team basiert und das Team, haben wir im Moment ja nicht. In den meisten Fällen sind wir so ein bisschen, wenn es sich vermeiden lässt, zur Einzelarbeit verpflichtet. Aber vielleicht lassen sich ja einzelne Themen finden, die auch im Thema des heutigen Abends anknüpfend sind und dann aber auch zu Hause alleine vorbereitet werden können. Also vielleicht kann man sich auch in der Krise zu Hause vorbereiten, dann wenn die irgendwann rum ist, die große Krise, vielleicht gemeinsam wieder tätig zu werden und bestimmte Handlungsmuster einzustudieren, die vielleicht in einer Notfallsituation, in der Krise, wenn wir als Team gefordert sind und uns sozusagen auf uns zurückgeworfen sind, dann diese Sachen nutzen, die wir vielleicht hier ansprechen. Also vielleicht auch ein bisschen Arbeitsbeschäftigung und Übungsaufgaben für die Krise. Das war im Let letzten, letzten Vortrag, den ich gehalten habe, so ein bisschen der Aufhänger. Irren ist menschlich, heißt das, ne? Also das ganze Thema kommt daher, dass wir als Menschen ja dauernd Fehler machen. Vielleicht ist es ein Fehler, ohne Maske auf die Straße zu gehen. Vielleicht ist es ein Fehler, Gummihandschuhe anzuziehen. Vielleicht ist es ein Fehler, sich momentan in einer Gruppe zu treffen. Das sind sicherlich Fehler, die wir machen. Aber diese Fehler sind natürlich auch menschlich irgendwie. Alle sind getrieben von ihren Überzeugungen und von den Meinungen, die man so hat. Und das führt leider dazu, dass Menschen Fehler machen. Das ist nun mal eine menschliche Eigenschaft. Und wie man vielleicht Fehler vermeiden kann, das wollen wir so ein bisschen mit ansprechen hier heute. Den Vortrag, den ich in jedem Bereich gehalten habe, der hatte immer dieses Leitbild. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern. Das fing an mit einem Flugzeugabsturz und hörte auf mit einem Flugzeugabsturz. Das ging auch darum, dass Bungee-Jumps manchmal schief gehen können. Also das Leitbild Fliegen kam im letzten Vortrag vor. Es geht eben darum, dass das Thema Human Factors, also was Menschen in einem Team
bewegt und wie Menschen so in der Notfallsituation agieren, zu Anfang eben im Cockpit von so einem Flugzeug entwickelt worden ist. Daher kommt das und vielleicht ist dieses Bild so eine Erinnerung an den einen oder anderen, was wir da schon mal erarbeitet oder besprochen haben. Was ist gemeint mit Human Factors in der Krise? Das Ganze kommt von diesem Crisis Resource Management, was man mal eben aus der Luftfahrt entwickelt hat. Krisen führen dazu, dass man die Ressourcen, die man hat, ganz anders nutzen muss. Im Großen und im Kleinen, im großen Team, im Moment die ganze Welt, im kleinen Team, aber auch in Notfallsituationen, vielleicht im Rettungswagen, in der Unfallhilfstelle, im Betreuungsdiensteinsatz. Da gibt es ja jeweils Situationen, wo man krisenhaft arbeiten muss. Und solche Krisen wurden eben in der Luftfahrt zum ersten Mal erforscht und da hat man eben gesagt, in der Krise muss man seine Ressourcen, die man hat, irgendwie sinnvoll einsetzen. Und davon, wie man diese Ressourcen einsetzt, hängt auch ab, wie das Ergebnis ist. Und dann stellte man irgendwann fest, ja, wenn man erst in der Krise anfängt, seine Ressourcen zu planen, die man so hat, und seinen Einsatz zu sortieren, dann ist es zu spät. Man muss damit früher anfangen und daraus wurde dann eben die Cockpit Resource Management Strategie, dass man sagte, sobald die Piloten im Cockpit sitzen, müssen sie sich schon Gedanken darüber machen, was wäre, wenn, und vorbereiten auf eine etwaige Krise, die in der Luftfahrt dann eben mal passieren kann. Und dann hat man festgestellt, das reicht auch nicht aus. Im Cockpit, das ist ja sehr abgeschnitten, da muss es trotzdem noch, müssen noch weitere Menschen mitarbeiten, Menschen, die auch zum guten Bewältigen einer solchen Krise einen Beitrag leisten können. Das ist eben die ganze Crew, also auch die Kabinencrew, die vielleicht von manchen so als Stewardessen irgendwie nur für den Service betrachtet werden, sind auch sicherheitsrelevant. Man sagt, die ganze Crew eines Flugzeuges muss man von vornherein einbinden, um Krisensituationen gut handeln zu können. Und da wir keine Crews haben bei uns, haben wir das Team genannt. Also bei uns, wenn wir vielleicht von Team Resource Management sprechen, das vielleicht zur Entwicklung der Begriffe. Damit es ein bisschen plastischer wird, hier das Bild, das habe ich letztes Mal ganz groß und breit erzählt. Vielleicht weiß der ein oder andere noch, was es damit auf sich hatte. Man kann es ein bisschen erkennen. Im Hintergrund Wolkenkratzer und in der Mitte ein Flugzeug, das nicht etwa abgestürzt, sondern notgewassert gelandet ist. 2009, vielleicht weiß es der ein oder andere noch, wie das da in den Medien unterwegs war. Da gab es dieses Unglück, das würde man vielleicht sagen, aber in jedem Fall ein Paradebeispiel dafür, wie man mit einem Notfall in der Luftfahrt umgehen kann. Nur noch mal zur Zusammenfassung, das werden die meisten ja vielleicht schon gehört haben, gibt auch den ganz wunderschönen Spielfilm mit Tom Hanks in der Hauptrolle, Sully heißt der, wo man auch viele Aspekte von dem Thema, das ich heute vorstellen soll, ein bisschen nachvollziehen kann. Was war da geschehen? Das war am 15. Januar 2009, da hat dieses Flugzeug auf dem inneramerikanischen Flug gestartet von dem New Yorker Flughafen LaGuardia, ist losgeflogen und kurz nach dem Start ist es durch einen Schwarm von Vögeln geflogen, es waren nämlich Graugänse und die beiden Triebwerke wurden von den Vögeln, die da reingeflogen sind, so sehr beschädigt, dass sie ausgefallen sind. Und in einer Situation, wo eben nur zwei Triebwerke da sind, ist der Ausfall von zwei Triebwerken schon relevant. Das heißt, das Flugzeug hatte schlagartig keinen Vorwärtsschub mehr und das ist ein sehr einfaches Verständnis, aber bei fehlendem Vorwärtsschub fehlt auch der Auftrieb eines Flugzeugs. Das heißt, es ist ziemlich schnell klar, das ist eine absolute Krisensituation, eine Notfallsituation. Und es war ganz spannend, wie das Team, das eben an Bord war, das bewältigt hat. Also es gab früher schon auch verschiedene andere Unglücke und deswegen waren schon viele von den Prinzipien, die ich heute mal so ein bisschen anklingen lassen will, schon etabliert, schon ein bisschen erforscht auch. Und dadurch konnte der verantwortliche Flugkapitän relativ viel nutzen, der kannte schon relativ viel und konnte das wirklich bravourös meistern. Hier ist er noch einmal gezeigt, der Flugkapitän Sullenberger, Chesley Sullenberger heißt der, sympathischer Herr und ich finde die Ähnlichkeit zu Tom Hanks ist frappierend, das heißt, das war eine optimale Besetzung für diesen Film, den ich angesprochen hatte. Es gab damals schon Checklisten und der Pilot war sehr, sehr erfahren. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt und darauf will ich heute auch hinaus, ist, dass der Pilot sehr mit sich im Reinen war. Der konnte seine Aufgabe, wusste das, was von ihm verlangt wird, konnte sein Fluggerät einschätzen und hatte schon diverse andere Krisensituationen nicht im gleichen Ausmaß erlebt, sodass er viel Erfahrung und einfach auch Können in die Situation reingebracht hat. Und dann ganz wichtig war diese Checkliste, die man da sieht. Ich habe mich bemüht, die rauszusuchen. Das ist irgendwie eine von den Checklisten, die auf so einem Flugzeug da irgendwie relevant sind. Und das ist eben der beidseitige Triebwerksausfall. Ganz wichtig war in der Situation, dass er eben eine Checkliste hatte und ganz schnell auch durchgehen konnte, was sind Optionen, vielleicht Triebwerksfunktionen wieder zurückzugewinnen? Was sind die Optionen, was muss man tun, wenn die Triebwerksfunktion nicht wieder zu gewinnen ist? Und das wurde dann, obwohl das natürlich eine Notfallsituation war, hat er Pilot das trotzdem strukturiert abarbeiten lassen, auch von seinem Co-Piloten gemeinsam. Und das war ganz wunderbar, wie das geklappt hat.
Das ist so ein bisschen auch was, was wir übernehmen können. Wir haben immer mehr Checklisten bei uns im Ehrenamt, Rucksäcke, die wir im Sanitätsdienst mit dabei haben, alle möglichen Fahrzeuge, die wir haben, haben alle Packlisten, haben alle Checklisten, dass man sagen kann, dies und das brauchen wir für den Einsatz, dies und das brauchen wir vielleicht nicht. Und es ist ganz wichtig, sowas zu entwickeln und sowas auch regelmäßig zu überprüfen, dass man eben sagen kann, ja, wir haben das, ja, wir können im Notfall eben, wenn die Situation ganz schwierig wird, darauf zurückgreifen, dass wir das schon mal ausgearbeitet haben. In diesem Fall war das jedenfalls sehr wichtig. Die Piloten haben diese Checkliste durchgearbeitet, obwohl sie ja gemerkt haben, kurz nach dem Start, viel zu niedrige Flughöhe, absolute Krisensituation, trotzdem strukturelle Checkliste durchgehen, um einfach keine Optionen zu verpassen. Der Pilot hat dann noch ganz viele andere Sachen ganz toll gemacht. Der hat sich selber eben auch psychisch beruhigt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich so ein bisschen vorstellt, wie man so selbst unterwegs ist, wenn man plötzlich sich mal erschrickt, wenn was ganz Heftiges einwirkt, dann ist man ja manchmal ein bisschen durcheinander. Das hat der ganz sich selber kontrolliert und gesagt, ja, ich war aufgeregt, ich habe sofort gemerkt, das kommt jetzt auf Sekunden an. Trotzdem die Ruhe zu bewahren, ist eine ganz riesige Leistung von diesem Piloten. Was er aber selber immer betont war, dass das Team in diesem Fall ganz entscheidend war. Und das Team ist hier eben auch nochmal gezeigt. Auf der rechten Seite, also links im Bild, ist Captain Sullenberger zu sehen. Auf der ganz linken Seite sein Co-Pilot, Jeff Skiles, der diese Checkliste mit ihm durchgearbeitet hat. Die beiden kannten sich gar nicht. Also es ist dieses Team-Resource-Management basiert gar nicht so darauf, dass man jetzt Teambuilding-Maßnahmen opulent braucht, um zu sagen, wir müssen uns perfekt in- und auswendig kennen, dass man Krisensituationen bewältigen kann. Diese Landung auf dem Hudson River in New York gelang, obwohl sich die beiden gar nicht gut kannten und nur einige Tage vorher schon zusammengearbeitet hatten. Ganz toll war die Kommunikation im Cockpit. Also der Pilot hat dann ganz schnell auch gesagt, also ich möchte jetzt die Kontrolle über das Flugzeug zurückhaben, nachdem der Co-Pilot sozusagen den Start verantwortet hatte. Er sagt, das ist my aircraft und dann wurde das quittiert mit your aircraft. Ganz klare Kommunikation. Ganz früh hat der Pilot schon, also der Flugkapitän schon sagen können, ja, wir werden haben folgende Optionen, wir können landen versuchen, aber ich glaube nicht, dass es gelingen wird. Ich glaube, wir müssen ja Notwasserung auf dem Fluss mitten in der Stadt versuchen. Es war innerhalb von Sekunden klar, hat er ganz klar kommuniziert. Und auch als es sozusagen schon in die Fluglage instabil wurde und die Landung vorbereitet, war er nochmal gefragt, seinen viel unerfahreneren Kollegen, der auch selber natürlich total im Stress war und an der Checkliste am Arbeiten war, nochmal gefragt, hast du noch irgendwelche Ideen? Fällt dir noch irgendwas ein? Das zeigt, denke ich, eine ganz große Sache, dass man nochmal sagen kann, jetzt bin ich zwar verantwortlich, aber ich bin mir nicht zu schade, zu fragen, ob der jüngere Kollege, der vielleicht noch viel gestresster ist als ich und das noch viel weniger einschätzen kann, ob der vielleicht noch eine Idee hat. Das ist eine Sache, die man auf jeden Fall mitnehmen kann, auch wenn man selber erfahren ist. Vielleicht schaut ja auch der ein oder andere hier im Stream zu, der schon viele Jahre Rotkreuz-Erfahrung hat oder im Job oder sonst wo schon sehr viel erlebt hat und der da natürlich viel Erfahrung mitbringt, die er aber trotzdem in der Krise auch mal, also dazu führt auch mal zu sagen, jetzt Situationen, wo ich vielleicht einfach mal Hilfe brauche, wo ich mich freue, wenn ein Kollege auch vielleicht unerfahrener, auch vielleicht unsympathisch, auch gar nicht mein Typ, trotzdem auch nochmal fragen, fällt dir noch irgendwas ein, dass man da einfach niemanden, die Ressourcen von niemandem ungenutzt lässt. Und auch ganz wichtig war in der Situation, das hat er auch immer gesagt, das ist ganz klar, dass man sich das Team im Cockpit vorstellen muss. Klar, die beiden haben die haben das beide im Cockpit ausgemacht und auch entschieden, aber auch dann ganz schnell nach hinten kommuniziert. Also die Flugbegleiter wussten ziemlich schnell Bescheid, was passiert war, konnten das einschätzen, haben dann ganz beruhigend auf die Passagiere eingewirkt, die dann, als dann klar war, dass es eine Notwasserung geben wurde, hat der Kapitän vorgewarnt, dass man sie auf den Aufprall vorbereiten soll, haben die das im Cockpit Ruhe bewahrt, Ruhe ausgestrahlt, obwohl natürlich auch sie im Flugzeug saßen und auch wussten, dass das eine Situation ist, die nicht unbedingt glimpflich ausgehen würde, trotzdem die Passagiere in die Brace-Position gebracht, also die Position eingenommen, die dann die beste ist, um so einen Sturz und so einen Aufprall auf dem Wasser abzufangen. Und dann haben die Damen da hinten eben, also Donna, Doreen und Sheila, die Flugbegleiterin, das ganz toll auch mit abgearbeitet und auch die Evakuierung der Passagiere am Ende, als dann Notwasserung geglückt war, ganz toll und ruhig geleitet. Und der Pilot sagte eben auch, also Sully sagte auch, ja, ich habe zu jedem Zeitpunkt gewusst, dass wenn wir das Flugzeug landen können, können die Passagiere beruhigen und rausbringen. Und erst als man sagte, ja, das Team kann das zusammen, konnte sich auch das Cockpit-Team darauf berufen zu sagen, wir machen jetzt nur das, die hinten haben das im Griff, die werden das hinkriegen. Und so eine Arbeitsteilung in der Krise, auch zu wissen, ich mache jetzt das, das ist mein Job, die anderen machen ihren Job, da habe ich Vertrauen zu, das ist eine ganz tolle Teamleistung und ganz wunderbar. Das ist wirklich ein Paradestück gewesen, diese Notwasserung, ganz toll gelungen. Und da wurden nochmal, also konnte man ganz viele Sachen gut abarbeiten. Nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was man davon auch ganz gut für uns nutzen kann. Also wir haben ja auch Situationen, wo man in einer Krise ist. Das ist jetzt mal so ein Bild aus so einem Schockraum, einer Notaufnahme in den USA.
Da sieht man, denke ich, das Gewusel da ganz gut und die Situation, wenn der Patient da liegt und dem geht es nicht gut, also man merkt auch schnell, das ist hier eine richtig bedrohliche Situation, dann kann einem schon mal das Herz in die Hose rutschen. Man denkt sich jetzt, bin ich verantwortlich hier? Ich glaube, das kann der ein oder andere bei uns als Helfer auch nachvollziehen. Man ist vielleicht im Tiergarten auf dem 17. Juni unterwegs, in irgend zwischen einer komischen Imbissbude und einem Stückchen Wald liegt irgendjemand, es ist kein Licht da, es ist laut, man hat Schwierigkeiten, den Funk zu verstehen, man muss mit seinem Team so ein bisschen zusammenarbeiten. Und dann liegt da jemand, wo man gar nicht weiß, atmet der überhaupt, geht es dem überhaupt gut, wie schlimm ist die Situation. Da kann man schon mal die Situation haben, dass man sich überfordert fühlt, dass man in so eine Art Krisenmodus gerät. Und das verdeutlicht, finde ich, dieses Bild ganz gut. Dann wursteln da alle drumherum, alle sind sehr aktiv, man sieht so ein bisschen verwaschen, alles Mögliche. Nur ganz beeindruckend finde ich in der Mitte, so ein bisschen rechts, sieht man einen, der da mit verschränkten Armen steht und das so ein bisschen leitet. Und es ist ganz wichtig, dass man eben Persönlichkeiten hat, die auch in der Krise die Ruhe bewahren. Und dass man Ruhe bewahren kann, muss man eben üben. Und das ist vielleicht eine Sache, die man eben auch sich jetzt in der momentanen häuslichen Isolation oder Quarantäne oder eben einfach, weil man nicht viel draußen machen kann, auch mal ruhig in seinem Kämmerlein überlegen kann, was für eine Rolle nehme ich denn normalerweise in so einem Team ein? Bin ich eher so ein Sully, der am Cockpit sitzt und es ruhig verwaltet mit 30 Jahren Erfahrung? Oder bin ich jemand, der eine andere Aufgabe besser wahrnehmen kann? Wie stehe ich normalerweise in so einem Team und wie arbeite ich normalerweise unter Stress? Da hat man so ein paar Grundsätze erarbeitet, die habe ich damals schon gezeigt. Das ist ein bisschen trocken, das durchzugehen. Aber so ein paar Dinge davon, die man vorbereiten kann, kann ich euch nur ans Herz legen, auch in der Krise vorzubereiten. Zum Beispiel, kenne deine Arbeitsumgebung. Fast alle von uns haben ja Sanitaschen zu Hause, die sie auf dem Sanitätsdienst mal dabei haben, wenn sie in der Stadt unterwegs sind, im Auftrag des Roten Kreuzes. Und das ist ja auch eine Arbeitsumgebung von uns und da kann man sich durchaus mal mit beschäftigen. Also ein kleines Spiel könnte sein, dass man die Sanitasche hinstellt und man die Augen verbindet, sich selbst. Und dann mal guckt, ob man die außen einpacken kann. Findet man denn im Dunkeln auch alles, was man braucht in der Tasche? Das ist so eine Sache, die man definitiv vorbereiten kann, ohne viel Aufwand und ohne viel Kontakt zu anderen Leuten haben zu müssen. Aber der erste Spruch der dieser Crew Resource Management Grundsätze. Sully kannte seine Arbeitsumgebung, wusste, wie sein Flugzeug funktioniert, aber das muss man eben trainieren. Und dann noch viele andere Informationen da hier verteilt, die wir jetzt vielleicht so ein bisschen durchgehen können. Da geht es ganz viel um Dynamik im Team, ganz viel um Fehler, die man rechtzeitig erkennen kann und um Kommunikation. Das Ganze ist einfach Teamarbeit. In einer Krise sind wir selten alleine. Im Moment sind wir es ein bisschen. Aber das sind alles Sachen, die man sich mal vor Augen führen kann und die kann man auch im Kopf durchgehen mal und überlegen, wie reagiere ich? Was sind Situationen, wo ich schon mal in Krisen war? Ja, das funktioniert. Das ist einfach so ein bisschen meditativ. Jetzt bei sich zu Hause kann man ein bisschen daran arbeiten und sich vielleicht auch diese Grundsätze mal anschauen und denken, was sind das denn eigentlich? Wo habe ich denn da schon was von gehört? Kann ich das vielleicht so ein bisschen einordnen? Am wichtigsten jetzt hier ist zum Beispiel die Kommunikation. Und das war in dem Cockpit da auch ganz toll. Da habe ich hier mal dieses schöne Zitat mitgebracht. Das ist ganz toll. Das kann man sich auch wirklich mal überlegen. Das größte Problem mit der Kommunikation ist die Illusion, dass sie stattgefunden hat. Und ich denke, das erleben wir in der Krise auch umso mehr, wenn wir nur oder vor allem digital kommunizieren. Man muss eben auch immer sicherstellen, das, was ich denke, was ich vermitteln möchte, an wen geht das, wer arbeitet damit und wie kommt es an? Kommt es überhaupt an? Also, was ich sagen möchte, mir im Kopf vorstelle, was der andere mitbekommen muss, bis zu der Person hat es verstanden, setzt es um, ist ja ein ganz langer Weg. Es muss sozusagen von meinem Gehirn in Sprache oder Text verfasst werden, muss dann irgendwie von der Person wahrgenommen, gehört, gelesen werden, die das umsetzen soll, die muss es einordnen, verarbeiten, dann umsetzen. Da können ganz, ganz viele Schritte schiefgehen und ganz, ganz wichtig ist, dass man vermeidet, dass man glaubt, dass der andere schon verstanden hat. Gerade hier in der digitalen Zeit, da liest man mal eben eine Nachricht irgendwie drüber und hat schon gedacht, man hat den Großteil verstanden. Trotzdem kann es ja sein, dass man nochmal über Dinge genauer nachlesen muss, genauer nachschauen muss. In Notfallsituationen, also im Kontakt in der Unfallhilfestelle zum Beispiel, im Streifenteam, kommt dann noch dazu, dass Lautstärke von außen ist und man das gesprochene Wort vielleicht gar nicht hört. Wie soll man etwas umsetzen, das man gar nicht akustisch hört, geschweige denn versteht? Und da gibt es eine ganz tolle Technik, die wir als geschlossene Kommunikation oder Closed Loop Communication kennen. Deswegen auch dieses Schild Closed the Loop, also ein Kreislauf muss ich irgendwie schließen. Das heißt, wenn ich was sage, dann muss der andere das irgendwie wahrnehmen und dann mal zurückspiegeln, was gesagt worden ist. Dadurch kann man sozusagen ausschließen, dass sich so Kommunikationsebenen verschieben und eben die Person, die das umsetzen soll, vielleicht was ganz anderes oder gar nichts verstanden hat. Wir kennen das bei uns aus dem Funk.
wenn wir am Funk unterwegs sind und irgendwelche Funkgespräche haben, dann wird ja ganz oft eine Quittung verlangt. Dann muss man eben quittieren, was man gehört hat. Einsatzauftrag zum Beispiel. Und reicht es nicht eben zu sagen, ja, verstanden, mache ich, sondern muss man nochmal sagen, wo man hin soll, was man da tun soll, was sind die Dinge. Und das ist eben ein geschlossener Kreis. Da hat man noch eine Kontrollebene zu sagen, die Kommunikation ist jetzt rund, wir haben alle das gleiche Level gerade. Anästhesie machen wir das immer, wenn wir Medikamentendosierungen ansagen, die der Patient bekommen soll, dann die Person, die die Medikamente verabreicht, sagt dann eben so und so viel Milligramm appliziere ich, dass man eben nochmal schließt, dass da eben keine Kommunikationsfehler, Mikrogramm zu Milligramm, Umrechnungen zum Beispiel, Milliliter zu Milligramm, das gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wie Kommunikation schiefgehen kann. Im geschlossenen Kreis ist das viel einfacher. Und dann wollte ich einmal vorstellen, diesen Herrn, das ist für den meisten vielleicht noch ein Begriff, mein Lieblingswort in dem Zusammenhang. Ich bin ganz begeistert, dass das hier auch schon im Kreisverband einiges an, also dass das Verbreitung gefunden hat und gelegentlich Menschen sich darauf aufmerksam machen, dass sie gegenseitig gerade der Kapanf sind. Kapanf ist so ein Steinzeitmensch und wir haben alle Steinzeitmenschen in uns. Wir sind alle nicht irgendwie die zivilisierten Menschen, das erleben wir jetzt selber gerade. Wir haben alle so ein ganz klein bisschen Biologie. Wir sind nicht nur eine humanistische Gesellschaft, die über allen Emotionen und über allem steht, sondern wir sind eben auch Menschen, die einfach Lebewesen sind, die in der Krisensituation seit Jahrhunderten darauf geprimed sind, dass wir auf Notfallsituationen, die uns persönlich bedrohen oder die wir als bedrohlich wahrnehmen, mit drei Mechanismen reagieren: Kampf, Panik und Flucht. Also man kann entweder in den Kampf gehen, wenn der Säbelzahntiger vor der Höhle steht, man kann vom Säbelzahntiger wegrennen oder man gerät einfach komplett in Panik und kann nichts mehr. Das hat in der Steinzeit einigermaßen funktioniert. Da war oft der Säbelzahntiger ein Problem und dem auf die Nase zu hauen war vielleicht hilfreich oder wegzurennen war vielleicht hilfreich. In Panik zu verfallen hat zumindest dafür gesorgt, dass man unter Strom steht und irgendwelche Reaktionen zur Folge hat. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, wenn man im Cockpit eines Flugzeuges sitzt und den Auftrag hat, dieses Flugzeug zu landen. Wegrennen ist keine Option, kämpfen ist keine Option, Panik irgendwie auch nicht. Trotzdem muss man natürlich bewusst sein, dass wir Menschen da so reagieren. Und das ist so ein Ding, das kann sich jeder jetzt im Moment in der Isolation, da ist man ja ganz auf sich zurückgeworfen, nochmal überlegen, wenn man sich mal so richtig erschreckt, wo richtig Panik bekommt, irgendwas vergessen zu haben, vielleicht in einer Straßenverkehrssituation, wo man eine Gefahrenbremsung im Auto machen muss oder von einer Straße, die man überqueren muss, nochmal wegspringen muss, weil schon noch ein Auto kommt, wie man dann nachher reagiert, wie man dann nachher steht und denkt, oh Gott, was war das denn gerade? Diese Situation kann sich jeder ein bisschen reinfühlen, kann man überlegen, wie man darauf reagiert. Manche reagieren ganz aggressiv, sind ganz, ganz agitiert plötzlich. Andere sind plötzlich ganz still und laufen eher kreidebleich an. Also jeder hat so ein bisschen eine andere Ausprägung vom Kapanf, aber versprochen ist, wir alle haben einen Kapanf. Und die Aufgabe von uns ist dann eben in einer professionellen Situation, als Streifenteam in der Verhilfstelle, in sonstigen Kontexten, im Berufsleben, im Alltag irgendwo, immer zu wissen, wie weit bin ich gerade in meinem Kapanf dran, wie sehr kann ich mich noch kontrollieren und was sind die Mechanismen, wie ich aus meinem Kapanf wieder rauskomme, wenn ich mal reingeraten bin. Und wenn man so in so einem richtigen Kapanf ist, dann hat man eben auch den Fall, dass man manchmal so ein bisschen im Tunnel ist. Also der Tunnelblick ist hier, finde ich, ganz schön verdeutlicht. Je stressiger das ist, desto mehr fokussiert sich ja die Aufmerksamkeit. Also irgendwohin, wo man denkt, das ist jetzt gerade die Bedrohung, das ist der Säbelzahntiger, das ist vielleicht die Notfallsituation, die wir beheben sollen. Sättigung vom Patienten ist schlecht zum Beispiel. Schlagartig fokussiert man sich darauf. Und durch Fokussieren sieht man natürlich manche Dinge drumherum nicht mehr so scharf, wenn man auf die Sache fokussiert ist, die einen gerade am meisten stört. Das, was dabei entstehen kann, nennt man Fixierungsfehler. Wenn man eine Sache fokussiert und glaubt, dass das in die Richtung geht, baut man sich ganz schnell so ein geistiges Modell drumherum und sagt, das ist das Problem, das ist eine Lösung, in die Richtung geht's, darauf, darauf, darauf. Trotzdem kann es ja noch Nebenprobleme geben, Nebenkriegsschauplätze. Ganz häufig erlebt man das, wenn man sich auf einen Patienten stürzt, in einer stressigen Sanitätsdienstsituation und dann aber doch im zweiten Moment erst merkt, da gibt es noch einen zweiten Patienten, der da auch irgendwie liegt, der auch betroffen ist, Angehörige vielleicht, der zum Problem werden kann oder aggressive Personen noch, also sogar eine Gefahr für uns selber, dass man sowas nicht übersieht. Aus dem Grund müssen wir Fixierungsfehler unbedingt vermeiden. Wie gesagt, die natürliche Kapanf-Reaktion auf schon eine Stresssituation ist eine Fixierung, klar, auf das Problem. Aber unsere Probleme, die wir so haben, in allen Kontexten des modernen Lebens, vor allem eben auch vor allem eben auch, wenn man in einer Situation ist,
wo man jetzt im Menschen helfen muss, man muss professionell auf den Menschen einwirken, dann eben zu sagen, wir müssen trotzdem strukturiert alles im Blick behalten und dürfen uns nicht so von der Situation einsaugen lassen, sondern auch mal nach rechts und links schauen, dann ist eben ganz wichtig, dass man weiß, was Fixierung ist und wie Fixierung funktioniert. Ich sehe gerade einen schönen Kommentar von Markus, wenn du einen Tunnel siehst, halte dich vom Licht fern. Ganz genau so ist das. Man muss sich das Licht auch sehen, klar, das ist analog zum Säbelzahntiger. Das ist unser primäres Problem. Das ist ja häufig auch die Priorität 1. Wenn wir was identifizieren, ist es ja ganz häufig auch so, dass das das Hauptproblem ist. Aber eben auch rechts und links schauen. Da gibt es eine ganz tolle Studie, die ich unbedingt nochmal zeigen muss. Die habe ich auch schon den meisten schon mal gezeigt. Der berühmte Gorilla. Das hier ist ein Computertomographiebild durch eine Lunge. Man sieht in der Mitte das Herz mit so Lungenvenen und sonstigen Gefäßen, die so in die Lunge ziehen. Das sind diese weißen Fleckchen und Streifen, die da reinziehen. Das sind also Gefäße. Und dann gibt es auch so einzelne weiße Strukturen, unter anderem da so auf dem unten links, unten rechts im Bild, also Patienten links, das muss man mal umdrehen, egal, da ist so ein weißer Knubbel, das könnte so ein Rundherd sein, also eine Stelle, die man mal in der Lunge vielleicht für suspekt halten würde, vielleicht so eine kleine Raumforderung, was man auch mal in die Nähe von Krebs rücken könnte. Und eine klassische Aufgabe von Radiologen ist natürlich so ein Bild zu befunden, das heißt schnell durchzugucken und zu gucken, gibt es Strukturen, die vielleicht krebsverdächtig aussehen. Und das machen Radiologen den ganzen Tag, das können die total gut. Und hat man eine Studie gemacht, man hat ganz vielen, also ich glaube 28 Radiologen, 5 verschiedene Bilder gegeben und gesagt, auf Zeit, 2 Minuten Zeit, alle Bilder durchgucken, zählen, wie viele Rundherde, also krebsverdächtige Stellen es auf diesem CT gibt. Und dann mussten sie auf Zeit, waren gefordert, das hieß dann, ja, du bist hier super Radiologe, das kriegst du hin, beeil dich mal, sieh mal zu. Und dann guckten die natürlich alle total fokussiert dieses Ding durch und fanden auch ganz viele von den Lungenrundherden. Man hat das auch mit Leuten gemacht, denen man 10 Minuten, also völlig naiven Laien sozusagen, die mit Medizin nichts am Hute haben, hat denen mal 10 Minuten erklärt, wie so ein Rundherd aussieht, also wirklich 10 Minuten lang, und dann hat man denen die Bilder gegeben, gleiche Zeitvorgabe, finden die Dinger. Nicht verwunderlich, die Radiologen waren besser im Finden von den Rundherden, das finde ich spricht für die Radiologie als Fachgebiet, aber man hatte einen kleinen Trick eingebaut, denn auf einem von den, also von den CTs gab es einen Schnitt, also ein Bild von einem Gorilla. Findet man den? Man sieht diesen Gorilla, oder? Da gibt es einen relativ großen, wie ich finde, relativ großen Gorilla im Bild. Dieser Gorilla hatte ungefähr die Größe von so einer Streichholzschachtel. Also hätte man das rein retuschiert in dieses CT auf der Größe einer Streichholzschachtel. Was ja schon recht, also für so eine Lunge recht groß ist. Und hatte den da eingeblendet. Den konnten die alle sehen. Jetzt sieht man auf dem gleichen Schnitt, wo dieser Gorilla zu sehen ist, aber auch auf der Bild links unten Seite auch so ein Rundherd. Ja, also der war auch parallel so ein Rundherd. Ja. Und dann hat man denen das gegeben und gesagt, suche die Rundherde. Aber natürlich müsste eigentlich einem Radiologen ein ungefähr Streichholzschachtel großer Gorilla auffallen, der in der Lunge ist. Überraschenderweise oder vielleicht auch nicht überraschenderweise, den allermeisten fiel der Gorilla nicht auf. Das hat so ein bisschen diese sogenannte Inattentional Blindness. Also wenn man nicht aufpasst auf das, was man sehen will, sieht man es nicht. Man muss, gerade wenn man Stress hat, in dem Fall war es Zeitdruck, ja, du musst hier schnell durchgucken und musst hier gute Befundung machen und unbedingt alle Rundherde finden. In der Situation war es natürlich besonders fokussiert auf diese Rundherde. Und natürlich haben die Radiologen, hätte man ihnen das nicht mit den Rundherden gesagt, hätte man nicht gesagt, du hast alle Zeit der Welt, guck, was dir auffällt, hätte der wahrscheinlich viel öfter diesen Gorilla gefunden, als wenn man dem sagt, such die Rundherde. Er fokussiert sich, er fixiert sich, er macht einen Fixierungsfehler, indem er einen ganz, ganz wichtigen Nebenbefund übersieht. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache, die man sich vor Augen führen muss. Dieser Gorilla, wir haben alle so einen Gorilla. Wir haben alle in einer Notfallsituation immer irgendwo einen Gorilla. Wir sehen irgendwas nicht. Und die ganz große Botschaft muss eben sein, dass man die Aufmerksamkeit lenkt. Man muss sich bewusst sein, dass Wahrnehmung in einer Notfallsituation Aufmerksamkeit erfordert. Und das heißt, Aufmerksamkeit auf das Problem, der Tunnel, ja, ganz klar, aber eben auch Aufmerksamkeit auf Dinge, die drumherum laufen und da helfen, wieder mal Checklisten zu sagen, wollen nichts übersehen. Gibt es hier irgendwo einen Gorilla? Rechts, links gucken, oben, unten gucken, vorne, hinten gucken. So haben wir zum Beispiel das ABCDE-Schema in der Beschätzung von Patienten. Ist der Atemweg frei? Atmet der Patient? Hat er Kreislauf? Wie ist der Kreislauf? Wie wach ist der Patient? Wie ist die neurologische Situation? Wie warm oder wie kalt ist der Patient? Was sind die Verletzungen? Das ist eine ganz tolle
Methode, das zu strukturieren. Wir haben noch mehr von diesen Tools, mit denen wir da arbeiten können. Zum Beispiel das Sample-Schema in der Anamnese im medizinischen Bereich. Das wissen vielleicht noch der ein oder andere, dass man eben sagt, jetzt hier in der Situation müssen wir Befunde erheben, ganz klar. Und natürlich wird jetzt im Zweifel das gebrochene Bein des Patienten der Hauptfokus sein, natürlich. Trotzdem dürfen auch noch anderen Symptomen gucken. Der Patient kann ja gestürzt sein, weil er noch ein anderes Problem hat, dass man das nicht übersieht, keinen Fixierungsfehler macht. Deswegen hilft Struktur und deswegen hilft es, seine Aufmerksamkeit zu lenken. Aus dem japanischen Raum gibt es ein ganz, ganz tolles Ding. Das wird immer als furchtbar albern dargestellt. Gibt es ganz viele Videos. Ich kann nur alle einladen, wenn nachher der Stream vorbei ist. Googelt das mal oder gibt es bei YouTube ein, das nennt sich Pointing and Calling, das Prinzip. Es gibt auch einen japanischen Namen, den ich mir nie merken kann. Der wurde bei den Eisenbahnbetrieben in Japan eingeführt und zwar eben auch, weil die ganz viele Fehler hatten, wie es menschliche Fehler gibt. Irgendwas ging schief, irgendwas hat ein Mensch in einem komplexen System, wie so ein Schienennetz nun mal ist, falsch gemacht. Das gibt es ja immer wieder. Dauernd sind, also nicht dauernd, aber regelhaft gibt es auch in Deutschland noch Zugunglücke. Da fährt dann irgendwie, fahren zwei Züge auf einem Gleis sich gegenüber aufeinander auf, es fährt ein Zug auf den anderen auf, es werden Signale übersehen, zum Beispiel vom Lokführer oder der Stellwerkmitarbeiter hat irgendein Signal falsch gesetzt oder eine Weiche falsch gestellt. Das gibt es ja, das kommt ja vor. Und das wollten die Japaner ganz zwingend verhindern, dass die Menschen eben diese Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsfehler nicht mehr machen. Google das, wie gesagt, mal, Pointing and Calling. Und da sieht man, das sieht furchtbar lustig aus. Sieht dann so aus, da sitzt ein Triebwagenführer, ist ein Triebwagenführer, der fährt seinen Zug ganz alleine. Da ist kein Mensch. Quasi wie Quarantäne. Er sitzt in seinem Zug und er fährt einem Signal vorbei und er zeigt auf das Signal, spricht laut aus, was das Signal ihm sagt. Geschwindigkeitsbegrenzung, Vorfahrt achten. Ich weiß nicht, was ein Zugsignal ist, ehrlich gesagt. Aber er wird erkennen, was es ist, drauf zeigen und ausrufen, was es war. Und das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache, das nochmal zu deutlich zu machen, was er gerade wahrgenommen hat. Und man kann natürlich schwer etwas gar nicht wahrnehmen, das man laut ausspricht. Also das hilft natürlich dabei. Und genauso der andere Mensch, der so eine Abfertigung von so einem Zug macht, der guckt den Zug rechts runter, links runter und guckt dahin, wo er zeigt, um sicherzustellen, er hat darauf geachtet, das Ausfallsignal ist, steht und dann kann er erst freigeben, dass der Zug ausfahren kann. Ganz tolles System, wirklich albern, dann gucken die teilweise, wenn der Zug eingefahren ist, gucken sie, dass der Zug steht, dass die Zeiten stimmen, gucken auf ihre Timetables, wann sie wieder losfahren müssen, gucken, wie das Signal steht, seine Türen offen sind und das ist ein richtiger Tanz in dem Cockpit da, Triebwagenstand. Und das ist ganz toll, dass man dadurch seine Aufmerksamkeit lenken kann. Und die haben in diesen japanischen Eisenbahngesellschaften die Rate von menschlichen Fehlern krass reduzieren können dadurch. Einfach nur dadurch, dass die Leute darauf zeigen, was sie sehen wollen. Das ist eine ziemlich einfache Sache. Kann man mal üben zu Hause. Jetzt sind wir gerade ja viel alleine zu Hause und unter uns. Da kann man ja auch mal ungeniert auf Sachen zeigen und sich einfach vor Augen führen, wenn man morgens das Haus verlässt, zur Arbeit zu gehen oder irgendwas zu packen. Was muss ich alles einpacken? Schlüssel, Handy, Portemonnaie. Das hilft. Ja, ich habe das auch mal angefangen, wurde ein bisschen verlacht zwischendrin, aber es hat dazu geholfen. Ich habe seitdem nichts mehr vergessen. Es ist ein Einzelfallbericht, aber man vergisst dann weniger Sachen. Und das muss man einfach üben, dass man in Situationen, wenn man jetzt in der Krise ist, auch wirklich mal auf den Monitor vielleicht draufschaut, auf das Pulsoximeter nochmal draufguckt und sagt so und so, das laut ausspricht, dass das auch das Team weiß, idealerweise, dass man immer die Aufmerksamkeit lenkt. Der andere weiß, das mache ich als Hobby ganz gerne klettern. Das ist ein wunderbarer Sport, kann ich nur empfehlen, wenn es denn endlich mal wieder geht. Ich sehe gerade einen Hinweis, dass wir es in den Kraftfahrerlehrgang integrieren wollen. Ja, auch da gibt es Schemata, Wolke und so weiter, das kennen wir alle, ne? Aber es kann man auch ruhig nochmal durchgehen, dass man da eben drauf achtet. Und auch da gibt es ja auf Autoverkehr bei uns in der Fahrschule gelehrte Abläufe der Aufmerksamkeit. Ne? Rechts abbiegen ist Innenspiegel, Außenspiegel, Blinken, Schulterblick. Ja? Das kennen wir auch noch. Das muss so verinnerlicht werden, dass man eben Wahrnehmung auch steuert. Hierzu ganz kurz, beim Klettern ist ganz beschrieben, ganz viele Forschungen dazu. Sicherheitsforschung in der Bergsportwelt ist ganz verbreitet. Und auch da ist ganz typisch, tödliche Bergunfälle oder Kletterunfälle gibt es eigentlich nur bei bestimmten Fehlern, die Menschen machen, die es ausüben. Materialfehler extrem selten, wie bei uns auch. Ganz selten mal, dass Material schief geht, Material kaputt geht, irgendwie so. In den meisten Fällen durch einfache Sachen verhinderbare Fehler. Und wenn man diesen Check, der hier gezeigt ist, macht, gibt es quasi keine tödlichen Kletterunfälle. Man muss ihn nur gut machen. Man muss den prüfen, ob der beiden Kletterpartner
eingebunden sind, vernünftig mit dem Seil verbunden sind und das Seilende einen Knoten hat. Und das kann man, indem man eben dieses Schema durchgeht, machen. Man muss es auch anfassen dafür. Man könnte es auch auf Entfernung beurteilen. Aber trotzdem soll man es anfassen und zu sagen, ich habe alles einmal gesehen, ich gehe das strukturiert durch. Es können beide überprüfen, was der andere gesehen hat. Es gehen beide nochmal alles durch. Und wenn das so gemacht wird, dann hat man eigentlich alle Fehler ausgeschlossen, die es gibt. Und so sollten wir, denke ich, als Team im Buddy Prinzip auch arbeiten, dass wir immer aufeinander aufpassen, für uns da sind, uns gegenseitig kontrollieren, dass wir jeweils gut abgesichert rausgehen. Und das kann man eben auch tun, indem man wirklich strukturiert die Aufmerksamkeit lenkt, dahin fast hinguckt, wo man gerade seine Aufmerksamkeit haben will. Ja, auch Selbstgespräche gar nicht schlecht. Pointing and Calling ist eine Art Selbstgespräch auf jeden Fall. Ich wollte euch nochmal das hier vorstellen, weil das ganz schön ist. Das ist ein Konzept, das von der Firma Faktor Mensch geprägt wurde. Daniel Marx, ein ganz berühmter Notfallmediziner, der dieses Thema Teammanagement in Notfallmedizin ganz weit nach vorne gebracht hat und da ganz viele tolle Kurse anbietet. Im Moment auch übrigens teilweise kostenlos, kann man ruhig mal googeln. In der aktuellen Krise fallen ja Präsenztermine in der Regel aus. Da gibt es ganz viele Sachen runterzuladen, Videos zu gucken oder eben auch mal so Teilnahmemöglichkeiten und Online-Schulungen sozusagen, die nochmal ganz gut runterbrechen, was das in der Notfallmedizin für Grundlagen hat und was es damit auf sich hat, wie man da das in seinen Arbeitsalltag auch wirklich integrieren kann. Und das soll jetzt sozusagen zusammenfassen, dieses Konzept. Ich finde, das ist schön und ich finde vor allem auch diese, also ne, das ist diese Rippenspreizer-Comics kommen auch daher. Das ist, finde ich, ein schönes Bild. Wir müssen einmal einen Cäsar machen. Und das Ganze wird die Performance am Ende angeben. Also die Performance, wie ist unsere Leistung, wie agieren wir? Und das kann man wirklich auch in der Quarantäne zu Hause mal so ein bisschen durchgehen und üben. Da sind noch einzelne Sachen dabei, die gar nicht nur aufs Team ankommen. Das ist zum Ersten, was wir für das Beherrschen an solchen Situationen können müssen, das ist die Kompetenz. Fachwissen, Merkhilfen, Checklisten. Alles drei Sachen, die wir jetzt ganz wunderbar bei uns zu Hause, ein bisschen mehr Zeit haben und auf uns gestellt sind, auch ruhig vorbereiten können. Wir können uns Checklisten für Sanitaschen bauen. Wir können überlegen, wie gehen wir in Notfallsituationen rein. Was brauche ich auf einer Streife, wenn ich da unterwegs bin? Taschenkarten sind so ein Ding, das kann man sich mal schön basteln. Das kann auch jeder für sich selber vorbereiten. Da gibt's, teilen wir was aus für die Helfer. Da gibt es immer Funkkarten und so weiter. Aber kann auch jeder selber überlegen, was kann ich gebrauchen? Was hilft mir weiter? Was habe ich schon mal vermisst vielleicht? Und Fortbildung, das kann man im Moment in so vielen Formaten machen. Wir tragen hierzu hoffentlich auch bei mit dem Infostream. Aber auch andere Angebote gibt es ganz vieles gerade online, dass man sich belesen kann. Man kann sich einfach ein bisschen fortbilden, dass man auch trotz der Krise up to date bleibt. Und dann gibt es aber eine Sache, die man vielleicht auch vor allem im Team üben kann. Das ist die Erfahrung, Experience. Was sind so Abläufe, die man im Kopf hat? Wie verhält man sich? Auch vielleicht aus dem Bauch heraus, wie agiert man normalerweise und vor allem, was habe ich schon mal erlebt, worauf kann ich aufbauen? In den seltensten Fällen denken wir uns ja, wenn wir im Sanitätsdienst unterwegs sind, ich möchte im Gewebe den Sauerstoffangebot erhöhen, sondern man denkt sich, huch, der Patient war blau, da müssen wir Sauerstoff geben. Es ist ja irgendwie eine Sache, die man nicht unbedingt immer nur mit dem Fachwissen herleiten muss, sondern es gibt auch immer Intuition. Das trägt zum Gelingen der Situation bei. Dann ist aber auch Skills, also die Techniken, Manöver sind eine Sache. Kann ja jeder auch mal ein bisschen üben. Es spricht nichts dagegen, dass man auch mal einen Verband bei sich zu Hause übt, wenn man jetzt gerade im Moment nicht im Team üben kann. Ja, läuft ja auch mal Material ab oder so. Das kann man sicherlich mal nutzen, um mal zu gucken, kann ich einen Druckverband noch? Wie schnell komme ich an das Zeug ran, das im Sandikasten ist? Das ist ja eine Sache, die man wirklich auch mal üben kann. Die Maßnahmen, Techniken müssen auch einzeln laufen. Das trägt auch dazu bei. Ist aber nicht alles. Es geht noch weiter. Es gibt eben auch diese Aufmerksamkeit. Um ein Problem zu lösen, muss ich es erstmal erkennen, muss ich auch erstmal priorisieren, dass das Problem gelöst werden soll. Und deswegen Sinneswahrnehmung üben, ein bisschen gucken, worauf achte ich denn normalerweise. Und vielleicht zum Beispiel mal so ein bisschen Pointing and Calling ausprobieren, zu gucken, wie kann ich denn meine Aufmerksamkeit auf irgendwas lenken, dass ich nicht immer den Gorilla übersehe. Und dann ist auch ganz wichtig, in der Krisensituation ganz schwierig. Ganz toller Vortrag übrigens zur Psychohygiene in der Krise. Kann man bestimmt nochmal nachgucken auf YouTube, habt ihr ja online gestellt, ganz toll. Die Ressourcen, die man so hat, die schwinden gerade so ein bisschen. Das erlebe ich bei mir selber auch. Also man ist ja von dem ganzen Lockdown auch irgendwie aus seinem Alltag gerissen. Das kostet schon auch Kraft, dass man das so durchhält. Das ist ja vieles, was einem sonst so Kraft gibt. Kraft wird in der CRM-Welt oft als grüne Kügelchen, die man aufladen kann, so symbolisiert. Also grüne Kügelchen verlieren wir ja gerade tendenziell viel. Alle haben ein bisschen Stress, es sind nun Situationen, die wir so nicht gewohnt sind. Also alle eher so an der Grenze ihrer Resilienz. Die Ressourcen sind also tendenziell eher momentan von der Voraussetzung her ziemlich schlecht. Gemeint ist hier aber auch die kognitiven Ressourcen.
Ich muss wissen, dass ich mich nicht mit tausend Dingen parallel beschäftigen kann. Mir muss klar sein, dass ich mal Aufgaben verteilen muss. Mir muss klar sein, dass mein Workload nur so, also ich muss meinen Workload so zuschneiden, dass ich ihn bewältigen kann. Hätte der Pilot Sully sowohl Checkliste durchgearbeitet, als auch Evakuierung vorbereitet, als auch geflogen, wäre das sicherlich in die Hose gegangen. So konnte er seine Aufgaben delegieren. Das kann man sich mal vor Augen führen und sagen, die Ressourcen, die ich zur Bewältigung und zu meiner Performance habe, muss ich sinnvoll einsetzen. Vielleicht ist mal eine Situation, wo ich sage, ich muss jetzt hier in die Handlung ganz konkret reingehen. Zwischen Venenzugang legen, das kann hier gerade kein anderer, außer mir. Andererseits muss aber jemand anders den Überblick behalten. Also diese Ressourcen zu verteilen, Delegation, Probleme antizipieren, das wird hier unter Ressourcen zusammengefasst und das kann man auch ganz wunderbar mal vor Augen führen. Was kann ich eigentlich, wie viel Belastbarkeit habe ich eigentlich und wie kann man sowas gut strukturieren? Also das Cäsar-Modell wollte ich euch einmal zeigen, dass man seine persönliche Performance in der Krise auch nochmal so ein bisschen hinterfragen kann. Das Thema ist ganz groß, das wir hier haben, ganz wunderbar. Das deutsche Rote Team, das wir nun sind, sind wir momentan so ein bisschen zerstückelt. Aber ganz viele Einzelmaßnahmen spielen hier eine Rolle. Wir haben ganz dringend vor, dass wir dieses Thema auch nochmal in so einer Art Workshop für die einzelnen Bereiche so aufarbeiten, dass alle noch was rausziehen können, was man persönlich vorbereiten kann, wie man persönlich auf Stress reagiert, wie man sich persönlich im Team verhält. Das ist die eine Sache. Aber das andere ist eben auch, wie so eine Teamdynamik funktioniert, wie man kommuniziert, dass im Team alle auf einer Wellenlänge sind, alle auf dem gleichen Sachstand sind. Diese Sachen sind ja ganz, ganz entscheidend. Das müssen wir unbedingt üben. Ohne Übung wird das nichts. Aber ich finde, dass wir ein ganz tolles Team sind beim Roten Kreuz, in den einzelnen Bereitschaften, in den Einsatzeinheiten, im Katastrophenschutz, in ganz Berlin und in ganz Deutschland. Auch andere Hilfsorganisationen können manchmal ganz toll zusammenarbeiten. Wir kommen so oft in Kontakt mit Leuten, wenn der Lockdown mal vorbei ist, dass wir da ganz wunderbar im Team zusammenarbeiten können. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Perspektive zu sagen, da sind wir alle Menschen, da bringen wir alle unsere menschlichen Fähigkeiten ein, aber auch unsere Schwächen. Und das Ganze in einer schönen Teamleistung münden zu lassen, ist eine ganz tolle Herausforderung. Da kann man an sich und am Team immer viel arbeiten. Und mir macht das persönlich ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen rüberkam, so die breite Welt des Crew- oder Team-Resource-Managements, wirklich eine weite Sache. Das ist so ein Kurs übrigens, dauert verschiedene Niveaus, dauert immer tageweise, dass man sich da wirklich reinversetzen kann. Das gelingt jetzt hier nur in diesem Livestream so kurz anzutickern, aber vielleicht habe ich ja für den einen oder anderen ein bisschen Anreiz geliefert, was nachzudenken und auch mal ein kleines Video zu schauen oder sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Wenn es jetzt keine Kommentare oder weiteren Fragen mehr an mich gibt, wäre ich mit dem Vortrag am Ende. Und will nochmal allen sozusagen danken dafür, dass sie in der Krise auch treu bleibt, dass sie dem Livestream weiterhin zuschauen, dass er auch dem Roten Kreuz treu bleibt. Es ist für uns alle eine schwierige Situation, muss man sagen. Es ist für den Kreisverband schwierig, für uns alle persönlich schwierig. Aber da kommen wir wirklich nur, wenn wir zusammenhalten, gut durch. Und ich glaube, dass wir da alle eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Ich sehe gerade, dass wir keine Fragen haben. Dann danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit auf diesem anderen Bereitschaftsabend hier. Vielen Dank fürs Zuschalten.